wisst ihr, wo ich bin? Neugierig geworden? Dann folgt mir doch auf meinen Reisen. Lasst doch gerne ein Abo da und die Glocke nicht vergessen. Dann könnt ihr mich immer begleiten. So, auf dem Weg nach Deutschland machen wir noch einen kleinen Zwischenstopp hier auf der Insel Krück und genießen noch ein bisschen das Meer. Der Hundestrand ist wieder mal der blödeste Strand im Ort und der kleinste. Wir sind auf einem Campingplatz, haben nur ein kleines Zelt bei, weil wir ja nur eine Nacht bleiben hier erstmal. Denn in Zagreb hatten wir eine Ferienwohnung. Hier sind wieder so Geräusche von Zikaden wie in Asien. So, jetzt geht's los. Das Zelt aufzubauen geht ganz einfach. Wir haben zwei blaue Stangen, die werden so diagonal hingelegt. Und eine rote, die kommt hier unten quer. Und jetzt kommen die nur noch hier in die dafür vorgesehenen Löcher. Hier sind so eine Düsen, da werden die nur reingestopft und schon ist es fertig. So, schon ist es fertig. Die haben hier einfach so ein Klicksystem, die Stangen. Das wird so reingeklickt und fertig ist es. Jetzt wird es hier noch nach vorne abgespannt. Das hat nämlich noch so ein Vorzelt und schon steht es. Da Heringe hier sowieso nicht in den Boden gehen, ist alles Fels, habe ich mir jetzt hier zwei Steine raufgelegt. So, jetzt ist es fertig. Hier ist der Eingang. Das Coole an dem Zelt ist, ich weiß nicht, ob das Licht jetzt ausreicht, aber er hat hier einen doppelten Zipper. Und zwar für Fliegenschutz. Und einfach normalen Einstieg. Guten Morgen allerseits. Jetzt sind wir hier auf dem Campingplatz in Krück. Es ist ein Campingplatz, wo Hunde erlaubt sind und wo auch ein Hundestrand ist. Und schaut euch mal die Aussicht an. Und wir machen jetzt erstmal eine Hunderunde. Und Cassie muss angeleint sein, was sie gar nicht mag. Und so läuft sie auch. Der Campingplatz hat auch ein Restaurant und einen Supermarkt, Geldautomat. Und hier sind wir gleich an der Rezeption. Die Rezeption und hier parken auch ganz viele außerhalb. Die kommen jetzt hier morgens schon, weil es gehört zu diesem Campingplatz ein FKK-Strand. Also ist wahrscheinlich schon was Besonderes hier. Daher kommen hier viele Leute her. Parkplatz hier in diesen schönen Olivenhainen. Sieht ein bisschen rumpelig hier aus, aber da gucken wir nicht so hin. Dafür hat er einen schönen Ausblick. Jetzt gehen wir jetzt zum schönsten Strand der Insel Krück. Cool, oder? Weit und breit nichts. Und da sind wir jetzt runtergeklettert. Hier sind noch einige andere Buchten, wo man auch hin kann und wo das Wasser auch so schön ist. Thank you.
ist hier die Bucht. Dort hinten ist eine weitere Insel. Ich denke mal Raab. Und dort hinten ist die Insel Kress. Und hinter diesem kleinen Hügel waren wir heute in der Bucht. Und hier vorne in der Bucht ist der Campingplatz. So, bevor wir jetzt Richtung Heimat zurückfahren, wollen wir noch mal duschen, also das Salzwasser abduschen. Cassie macht noch eine Runde. Da steht auch schon das Auto und da ist die Solaranlage der Duschräume vom Campingplatz hier von hier in Starabaska. Ja, da hinten ist die Insel Raab zu sehen.